Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Stadtgeschichten. Wir sind hier wieder im Residenzmuseum in Celle, im Zeller Schloss. Und neben mir sitzt Juliane Schminkels-Otten, die Leiterin des Residenzmuseums. Und ja, wir sitzen hier in einer neuen Ausstellung. Hier ein Eurozeichen zum Thema Finanzen. Aber was hat die Ausstellung erstmal grundsätzlich, also was beinhaltet die Ausstellung erstmal grundsätzlich, bevor wir auf dieses Thema speziell zu sprechen kommen? Ja, anders als in der bisherigen Dauerausstellung im Schloss, wo es eigentlich eher um die Landesherrschaft ging und herrschaftliche Räume, geht es hier um die Frage von Herrschaft, Macht und Teilhabe. Also wir haben Menschen über verschiedene Jahrhunderte unter Herrschaft gelebt und welchen Anteil hatten sie selbst, welche Möglichkeiten ihre Lebenssituation, also Herrschaft letztendlich, mitzugestalten in politischer, in gesellschaftlicher, in sozialer Weise. Vom Mittelalter bis heute in die Demokratie. Das ist das Thema der Ausstellung. Mhm. Und da ist natürlich, wenn man an Macht denkt, ist natürlich Finanzen da ein ganz großer Punkt. Genau. Und wir haben heute so ein bisschen vor, durch die Jahrhunderte zu schweben, uns natürlich auch aktueller, also den aktuellen Aspekt von Finanzen auf die Demokratie zu widmen. Dazu haben wir später noch einen Gast. Wir wollen uns jetzt erstmal grundsätzlich mit der Entstehung von einem, ja, im Prinzip Finanzsystem und dann aber eben auch Steuersystem und welchen Einfluss dann eben so Abgaben, Zölle in der Vergangenheit, die es dann eben so gab. Wann fing das hier an in der Region und was ist so das ältest Dokumentierte, von dem du hier im Rahmen der Ausstellung weißt? Um das ein bisschen mit Leben zu füllen, würde ich sagen, wann fing das überhaupt an? Dann kann man praktisch bis in die Antike zurückgehen. Ja. Also Steuern oder Abgaben sind fast so alt wie Menschheitsgeschichte überhaupt. Denn in dem Augenblick, wo sich Gemeinschaften welcher Art auch immer zusammentaten, unter wessen Herrschaft auch immer, entstand natürlich die Frage, wie man die Dinge, die man auch irgendwie gemeinsam nutzt, sei es zum Vorteil oder zum Machterhalt des einen oder auch zum Nutzen von mehreren, wie die eigentlich erwirtschaftet werden sollen. Und daraus ist schon früh der Gedanke entstanden, dass man möglichst viele mit heranzieht, dass sie die Dinge mit bezahlen, die sie nutzen. Also sei es in Form von Zöllen, Abgaben, Wege, Zölle, Abgaben auf die Nutzung von Verkehrswegen, Straßenwegen, von Wasserwegen und Ähnlichem. Und natürlich dann auch, das kennen viele auch, die Abgaben, die man auf den Landbesitz bezahlen musste oder auf das, was man von seinem Land erwirtschaftete. Mhm. Der berühmte Zehnt zum Beispiel, also der zehnte Teil, der abgegeben werden musste von dem, was man aus seinem Land erwirtschaftete. Das sind aber immer eigentlich so partielle Abgaben gewesen, die auch mal wieder sehr stark wechselten und die vor allem natürlich lange Zeit einfach dem Gutdünken der Mächtigen oder der Machthabenden unterworfen waren, die letztendlich auch darüber bestimmten, wofür solche Einnahmen ausgegeben worden sind. Das macht den großen Unterschied zu unserem heutigen Steuersystem aus, bei dem wir alle zumindest politisch darauf Einfluss nehmen können, was mit unseren Steuern passiert. Vielleicht nicht ganz direkt oder im Alltag immer wieder, aber wir können wählen gehen und wir können die Partei oder diejenigen politischen Interessenvertretungen wählen, die nach unserer Meinung nach die Steuern für Ziele ausgeben, die uns wichtig sind. Mhm. Da kommen wir, glaube ich, später noch genauer darauf zu sprechen. Zunächst einmal möchte ich dabei bleiben in dem historischen Kontext. Gab es denn, also wir haben Herrscher, oder ich fange anders an, wir hatten ja beispielsweise eine Zeit im Mittelalter, wo wir diese Vielstaatlichkeit hatten, ganz viele kleine, jede Stadt hatte seine eigene Zölle, seine eigene Wegzölle. Mhm. Wenn man da irgendwie von Hannover nach Lüneburg reisen wollte, musste man an jedem Zollhäuschen Wegzoll zahlen, an den jeweiligen Herrscher der jeweiligen Region. Mhm. Wurde das dann, so wie wir es heute kennen, auch nicht mehr hundertprozentig kennen, aber so wie wir es heute kennen, wurde das dann eben auch zum Erhalt, zur Verbesserung der Straßenlage beispielsweise genutzt? Oder war es dann so, dass die jeweiligen Herrscher gesagt haben, das sind jetzt erstmal Einnahmen für mich und
der Rest ist mir jetzt erstmal egal, ich mache nur das, was notwendig ist. Also platt gesagt eher das Zweite, ja. Mhm. Denn es gab keine eindeutige Zuschreibung des Nutzens der Einnahmen oder des Einsatzes dieser Einnahmen für einen bestimmten Nutzen, sondern das war immer dem jeweiligen gerade Erfordernissen oder Wünschen oder Vorstellungen unterworfen desjenigen, der gerade Geld brauchte. Also ganz schlicht, wenn ein Landesfürst Geld brauchte für Kriegszüge beispielsweise oder um seine Residenzrechte auszustatten oder um seine Töchter anspruchsvoll zu verheiraten und die Hochzeit standesgemäß auszurichten, dann wurde häufig auch noch mal extra dafür Geld oder Steuern erhoben oder Abgaben erhoben von der Bevölkerung, um speziell diesen Zweck zu sichern. Das Beispiel mit den Töchtern oder mit den Prinzessinnen, das hast du im Vorgespräch schon mal angedeutet. Ja. Kannst du darauf noch mal ein bisschen näher eingehen? Es gibt in der frühen Neuzeit die sogenannte Prinzessinnensteuer. Das heißt also, gerade wenn am Hof mehrere Töchter zu verheiraten waren und denen eben eine entsprechende Mitgift, die mit einer entsprechenden Mitgift ausgestattet werden mussten, weil man sich darüber ja auch wieder als Hof, als Haus sozusagen repräsentierte, indem man sagte, also wir sind auch dementsprechend reich ausgestattet worden, dann wurde dieses Geld wieder umgelegt und es wurde von den Untertanen eingenommen durch eine sogenannte Prinzessinnensteuer. Ist eben ein schönes Beispiel, weil es zeigt, dass man immer solche anders gebundenen Steuern eben erhoben hat und noch nicht eben allgemeine Steuern heute, wie wir es in unserem System kennen. Ja. Und man muss natürlich sagen, dass das Erheben von Steuern, also in einer strukturierteren Art, im Grunde auch erst in der frühen Neuzeit dann beginnt und damit einhergeht mit einer gewissen Staatsbildung. Also man braucht ja auch Informationen über die Untertanen, von denen man etwas will. Das heißt, man muss, es beginnt dann mit der Kartierung, von dem Erschaffen von Karten, dass also ein Landesherr überhaupt erstmal weiß, welche Territorien habe ich denn, wie sind die Ländereien, wie ist die Qualität der Güter beispielsweise, kann man darauf unterschiedlich hohe Abgaben fordern oder dass man natürlich die Bevölkerung zählt und weiß auch, wie viele Menschen sind eigentlich da, von denen man etwas abfordern kann. Ja. Also die Steuern oder die Abgaben wurden meistens erwirtschaftet von fast 90% der Menschen, die aber keinen Einfluss hatten auf das, was mit ihrem Geld passierte. Ja. Wann hat sich das geändert? Wann kam der Einfluss der Menschen innerhalb eines innerhalb eines Herzogtums oder innerhalb einer gewissen Gesellschaft, wann kam das? Kam das schon zu Zeiten, wo, wenn wir jetzt die Landschaften beispielsweise betrachten, zu Zeiten, wo auch die Landschaften unterwegs waren? Kam das später, kam das früher? Also die Antwort müsste man jetzt zweiteilen, denn die Geschichte der Landschaften fällt natürlich in die Zeit des Mittelalters. Mhm. Und die Landschaften sind insofern eben sehr wichtig. Die Landschaften also als Landstände, als Vertretung des Adels, der Städte und des Klerus, der Kirche, also der drei einflussreichsten Gesellschaftsgruppen, die quantitativ aber nur einen kleinen Teil ausmachten, aber die sozusagen diese Steuern ja auch mit einnahmen. Die Kirche forderte den Zehnt ein, der Adel nahm diese Einnahmen aus seinen Gütern ein. Mhm. Und die Landstände haben sich eben gegenüber dem Landesherrn das Recht ausbedungen, diese Steuer zu bewilligen. Also wenn der Landesherr etwas wollte, musste er die Landstände fragen, dass sie ihm diese Steuer bewilligten. Mhm. Und das war natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, weil die Landstände sich auf diesem Weg sozusagen gegen das Recht der Steuerbewilligung oder dafür, dass sie Steuer bewilligten, eben politische Rechte zusichern ließen. Und insofern ist das schon eine frühe Form auch der Steuerung von Herrschaft und Teilhabe an Herrschaft durch die Landschaft. Aber es ist eben nur, sie vertraten damals eben nur einen kleinen Teil der Gesellschaft. Also eher eine frühe Form von Lobbyismus, wenn man so möchte. Ich würde sagen, einfach einer Interessenvertretung eines kleinen Teils der Bevölkerung. Eines kleinen, aber eben sehr einflussreichen Teils der Bevölkerung. Und der erste Teil deiner Frage, der jetzt hinzielt darauf ab, wann hatte eigentlich ein Großteil der Menschen Einfluss, das ist natürlich der große Prozess, der angestrebt oder beginnt im Prinzip mit der Französischen Revolution und dann in der Folge die ganzen Umwälzungen
des 19. Jahrhunderts nach sich zieht und im Grunde dann eigentlich erst in der wirklichen Demokratie eigentlich dann eine neue Form findet, in der Steuern dann eben auch anders definiert sind. Also dass eben das Gemeinwohl, das gemeinsam bestimmte Wohl zum Wohle aller, ein sehr hehres und hohes Ziel eben auch der Verwendung von Steuereinnahmen ist. Über das man natürlich trefflich streiten kann. Denn was ist Gemeinwohl und wem soll es dienen und was wird als Wohl angesehen? Gibt's da gibt es viele Meinungen. Gibt es auch Beispiele beispielsweise von Steuerverschwendung oder Abgabenverschwendung? Wahrscheinlich im höheren Maße als heute, oder? Naja, das ist eine Frage des Standpunktes. Ne? Also ich meine, wenn du sagst, ein Landesherr nahm einfach eine große Menge Geld ein, um seine Residenz prunkvoll auszustatten, kann man das als Verschwendung bezeichnen. Auf der anderen Seite ist es wiederum auch ein Teil innerhalb eines Herrschaftssystems gewesen. Eine entsprechende Ausstattung einer Residenz war auch wiederum notwendig, um im Ranking mit den anderen Fürsten und Herrschaftshäusern, Herrscherhäusern eben auch einen bestimmten Status zu erwirtschaften, zu erhalten, der wiederum für das Territorium wichtig war. Aber ich finde, es gibt also ein Beispiel, was ich sehr eklatant finde, wenn man hier in die neue Ausstellung hineinkommt, dann steuert man gleich auf drei sehr prunkvolle silbervergoldete Pokale zu, die fantastisch sind, großartige Stücke. Aber sie sind in ihrer Bedeutung schon wirklich sehr etwas, worüber man sehr ins Grübeln kommen kann. Also die Landesherren ließen sich ein solches Huldigungsgeschenk übergeben zum Antritt ihrer Herrschaft. Und dann waren eben die Untertanen gezwungen, ein solch teures Geschenk, ein solch teures Goldgeschenk in Auftrag zu geben, von einem Goldschmied fertigen zu lassen und dem Landesherrn zu überreichen. Und damit war die neue Herrschaft angenommen sozusagen. Und der Landesherr gab im Gegenzug gewisse Privilegien und Rechte dann wiederum zurück. Und das sind so immense Aufforderungen oder Forderungen gewesen damals, unter denen die Bevölkerung wirklich geknechtet war. Manchmal passiert es ja auch, dass schon nach 2 Jahren ein Landesherr starb auf irgendeinem Kriegszug und dann der nächste kam und dann musste wieder so ein teures Geschenk erwirtschaftet werden. So dass es also auch oft zu Verweigerungen kam von Untertanen, die also sich weigerten, diese Huldigung durchzuführen und sich daran zu beteiligen. Und die Landesherren stellten sich diese Stücke dann repräsentativ in ihren Residenzen auf Kredenzen oder gestaffelte Podeste hin, um letztlich zu zeigen, was ein Spiegel eines reichen Territoriums sie hier zu bieten hatten. Das Besondere an der CD-Kaserne ist, dass es der größte Anbieter ist in der Region für Kultur, für Jugendarbeit, für Projekte, für Sozialprojekte und dass kein Mensch, der in der Region lebt, eigentlich an der CD-Kaserne vorbeikommt. Sobald du in diese Halle gehst, auf die Bühne beobachtest, die Lichter, die sich bewegen, die laute Musik und die Band, die auf der Bühne abgeht, das fühlt man einfach. Und wenn man dabei ist, ist das wirklich, als wäre man für 2 Stunden in einer anderen Welt. Ich wünsche mir einfach, dass man die CD-Kaserne einfach damit verbindet, dass es ein Jugendzentrum ist, dass es der Ort ist, eine Zelle, wo alle Jugendlichen hingehen, aber auch die Erwachsenen, halt ein Ort für jedermann quasi. Und dass es aber auch bundesweit vielleicht noch weiter ausgebaut ist, was wir so machen. Externe Unterstützung ist im Kulturbereich lebensnotwendig. Ohne diese Unterstützung würde eine Konzertkarte beispielsweise über 100 Euro kosten und niemand könnte sich mehr das Konzert leisten oder die Comedy-Show. Und nur durch Organisationen wie die Sparkasse, die uns unterstützen, sind wir überhaupt in der Lage, so zu veranstalten, dass es wirklich für jeden möglichst erschwinglich auch ist. Zum zweiten Teil zu unserem Finanzthema. Jetzt habe ich einen anderen Gast, und zwar den Herrn Popkes. Und Sie können einfach am besten, glaube ich, selber beschreiben, welchen Teil Sie von dem Thema Finanzen abdecken. Was machen Sie beruflich? Äh,
Wieso sitzen Sie denn hier als Experte auf dem Stuhl zum Thema Finanzen? Ja, mein Name ist Jan Popkes. Ich bin von Beruf Steuerberater, jetzt seit 25 Jahren in diesem Beruf tätig und berate Unternehmen, Konzerne hinsichtlich Steuern. Und das ist mein Kontakt zu Finanzen. Wie, die direkte Einstiegsfrage, wie kommt man auf die Idee, Steuerberater zu werden? Weil das Steuersystem ist ja ziemlich, also es ist herausfordernd und wahrscheinlich für Unternehmen noch herausfordernder als für Einkommensteuer für Privatpersonen. Ja, das ist ganz interessant. Ich wollte früher eigentlich Lastwagenfahrer werden, weil unser Nachbar gegenüber einen großen Lastwagen hatte. Und mein Vater war nun damals aus meiner Sicht unglücklicherweise Steuerberater. Aber irgendwann habe ich mich damit beschäftigt und habe die Faszination von Zahlen, von Recht und dem Kontakt zu Menschen gefunden und habe dann meinen Traumberuf damit verwirklicht. Mhm. Thema Steuern. Da werden jetzt erstmal viele vor der Kamera, glaube ich, ein wenig durchatmen. Und ich höre schon so im Hinterkopf diese typischen: Die verpassen meine Steuergelder, ich zahle viel zu viel Steuern. Ja, also Steuern ist erstmal etwas, was hauptsächlich negativ konnotiert wird, glaube ich, in der Gesellschaft. Dabei finanzieren sie im Prinzip ja uns alle, mehr oder weniger. Also so das, was wir zahlen, im gleichen Maße, mehr oder weniger natürlich, profitiert man auch davon. Also wie passt das Thema Demokratie, unter dem die ganze Ausstellung ja läuft, zu dem Thema Steuern? Sind Steuern demokratisch? Ja, das sind schon eine ganze Reihe an Fragen. Ich fange mal vorne an bei dem, was Sie gefragt haben. Was sind eigentlich Steuern oder warum sind Steuern eigentlich negativ belegt, so fast schon stigmatisierend? Ja. Es gibt ja diesen kleinen Scherz. Mein Sohn fragt, was sind Steuern, Papa? Und dann nimmt der Vater eben die große Tafel Schokolade weg, beißt einmal kräftig rein und gibt es ihm zurück. Das sind Steuern. Also man kriegt etwas weggenommen, ein Teil dessen, was man hat, dessen, was man eingenommen hat. Und man sieht eigentlich nur der Teil, der dann plötzlich fehlt. Das ist die Belastung eines Einzelnen. Und deswegen wird Steuern für uns natürlich als negativ wahrgenommen, weil uns Steuern einen Teil dessen nehmen, was wir haben. Was wir aber nicht sehen, und das ist der Grund eigentlich für Steuern, sind Steuern angelegt, dass damit nicht der Staat sich bereichert und schön ausgeht. Das gab es sicherlich vor 300, 400 Jahren, da kommen wir gleich nochmal zu, den Ursprung von Steuern, sondern Steuern dienen heute dazu, Dinge zu finanzieren, die sonst nicht da wären, wie Schule, Bildung, Straßen, Sicherheit, all das, was wir tagtäglich sozusagen in Anspruch nehmen, wofür wir kein Geld bezahlen, wird durch Steuern finanziert. Deswegen sind Steuern eigentlich auch notwendig. Warum sind Steuern demokratisch? Da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Wenn man Steuern als positiv begreift und sagt, Steuern dienen dazu, dass eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft existieren kann in ihrem Zusammenleben, dann hat das ja schon was von Demokratie. Jeder arbeitet mit. Dann gibt es nur den optimalen Weg zu finden, wie Steuerbelastung aussieht. Bei uns in Deutschland, in einer Demokratie, wählen wir Volksvertreter. Und die letztendlich haben in ihrem Wahlprogramm auch etwas zu Steuern stehen. Das heißt, man kann sich damit beschäftigen, was ist denn aus meiner Sicht, bin ich Unternehmer, bin ich Arbeitnehmer, bin ich Rentner, was ist denn für mich die gerechte Situation als Steuerzahler, was empfinde ich für mich wichtig im Bereich Steuern. Und dann kann ich hingehen und sagen, okay, welche Partei ist für mich die Partei, die diese Position am besten vertritt, die wähle ich. Und üblicherweise sollte dann diese Partei dafür sorgen, dass die Steuerposition, die sie vertritt, auch umsetzt. In der Praxis klafft da manchmal eine Lücke, aber das ist ein anderes Thema. Aber insofern sind Steuern demokratisch verursacht. Wenn ich jetzt von einem anderen Blickwinkel drauf gucke, und zwar, also würden Sie mir zustimmen, dass das deutsche Steuerrecht, ich kenne mich jetzt im internationalen Steuerrecht aus, aber man hört es ja auch immer wieder, dass das deutsche Steuerrecht relativ komplex ist. Und im Vergleich zu anderen Ländern beispielsweise. Würden Sie dem erstmal grundsätzlich zustimmen, dass wir in Deutschland eine gewisse mehr Komplexität haben im Vergleich zu anderen Ländern, anderen Industrienationen noch? Das wird immer suggeriert. Das deutsche Steuerrecht ist besonders komplex. Wir haben 37 Einzelsteuerarten, also knapp 40. Ich
glaube, dass das Steuerrecht selbst, ja, es ist schon relativ komplex, aber nicht unbedingt komplexer als in anderen Ländern. Da gibt es teilweise schon deutlich schwierigere Themen. Was es in Deutschland sehr komplex macht, ist der Versuch, Einzelfallgerechtigkeit zu schaffen, sodass jeder Bürger sozusagen Recht kommt. Wir dürfen ja als Bürger unser Recht einklagen, auch das Steuerrecht einklagen. Und das führt dazu, dass jeder sein Einzelrecht quasi durchklagt. Und durch diese Gerichtsentscheidungen und die Reaktionen der Finanzverwaltung bekommen wir eben die Komplexität. Das heißt, wir haben neben den 37 Steuergesetzen eine unüberschaubare Vielzahl von Veröffentlichungen, von Literatur, von Meinungen, von Kommentaren, aber auch von Stellungnahmen der Finanzverwaltung und natürlich Gerichtsurteile, die versuchen, Einzelfälle zu regeln. Und wenn der Einzelfall nicht auf mich passt, dann klage ich selber auch. Und das macht die Sache dann am Ende des Tages kompliziert oder vielleicht sollte man sagen, unübersichtlich. Ich entnehme Ihre Aussage von gerade, dass eine gewisse Komplexität da durchaus gegeben ist, also durch diese Einzelklagen, die möglich sind. Aber betrifft das nicht insbesondere eine gewisse Bevölkerungsschicht, die vielleicht mit ein bisschen, wo ein bisschen mehr Bildung dahinter ist oder wo ein bisschen mehr Auseinandersetzung damit von Haus aus gegeben ist? Und schließt es nicht einfach einen gewissen oder auch einen großen Kreis von Bürgern aus, die diese Komplexität gar nicht in der Form fassen können, um sich damit selbst ohne Steuerberater auseinandersetzen zu können? Also macht es das in gewisser Weise undemokratisch? Ja, auch das ist eine interessante Frage. Es gibt ja die sogenannte dumme Steuer. Danach kann man googeln. Was besagt die dumme Steuer? Die ist ja ein bisschen abfällig gemeint, aber bezeichnet das, was Sie gerade beschrieben haben, recht gut. Eine dumme Steuer nennt man die Steuerbelastung, die man zahlt, weil man sich nicht mit der Materie beschäftigt. Nicht, weil man zu dumm ist im Sinne von Intelligenz, sondern weil man vielleicht keine Lust hat oder weil einem das zu kompliziert vorkommt. Man ist dann nicht dumm, sondern man ist der Dumme, weil man Steuern bezahlt, daher das Wort Dummensteuern. Man ist der Dumme, weil man Steuern bezahlt, die man eigentlich nicht bezahlen müsste nach dem geltenden Recht. Man nimmt es sich bloß nicht. Man geht in Deutschland davon aus, dass so jeder Bundesbürger im Schnitt knapp 1.000 Euro pro Jahr Steuern zahlt, die er vielleicht nicht unbedingt zahlen müsste, weil er keine Steuererklärung abgibt oder weil er vergisst, Belege anzuheften oder. Das ist so gesehen für den Einzelnen vielleicht gar nicht viel, in Summe natürlich aber einen Riesensteuerbetrag. Und das führt natürlich dazu, dass das Steuerrecht nicht einfacher wird, beziehungsweise man eigentlich dafür sorgen müsste, dass das Steuerrecht einfacher wird, damit wir da mehr einen Ausgleich haben. Weil wenn jemand mehr 1.000 Euro mehr im Portemonnaie hat, kann er die auch ausgeben. Das würde die Wirtschaft wieder stärken, also man muss das hochrechnen. Das Geld ist ja sozusagen erstmal da, ist die Frage, was mit diesem Geld passiert. Also von daher, das hat schon auch einen finanzpolitischen Aspekt. Und der Aspekt der Demokratie, natürlich, der ist auch da. Ist es demokratisch? Da halten wir natürlich auch noch, wenn wir jetzt gerade den Aspekt von Demokratie und Mitbestimmung in Steuerthematiken sehen, haben wir natürlich auch den großen, großen Bereich von Unternehmen. Sie haben selber gesagt, dass Sie für Unternehmen oder für Steuerberatung für Unternehmen selber machen. Und wir haben hier verschiedene Konstrukte und auch verschiedene politische Einstellungen. Also die einen möchten mehr, dass die Ärmsten der Bevölkerung möglichst entlastet werden und dafür die Reicheren mehr besteuert werden. In anderer politischer Strömung ist es eben nicht umgekehrt, aber eben wo eben die Spitzenverdiener nicht so hart besteuert werden sollen. Wie ist das im Unternehmenssteuer, in der Unternehmenssteuerrecht, weil wir haben ja auch Konstrukte, wo beispielsweise der Staat oder einzelne Länder an Unternehmen beteiligt sind, die dann natürlich auch einen gewissen Einfluss auf ihre Besteuerung nehmen, oder? Ja, das ist ein interessantes Wechselspiel natürlich. Die Politik oder der Staat hat da eine ganz interessante Wechselwirkung. Wir kommen ja aus einer Zeit, wo der Staat durchaus an vielen Unternehmen beteiligt war. Jetzt während der Pandemie sogar sich wieder beteiligt hat. Genau. Aber wenn Sie sehen, die Deutsche Bahn, die Lufthansa, das sind alles Unternehmen, an denen der Staat beteiligt ist. Es gibt viele andere Unternehmen.
Und da hat der Staat natürlich eine Doppelrolle, wenn Sie so wollen. Er ist Anteilseigner und gleichzeitig ist er auch derjenige, der die Steuereinnahmen dieses Unternehmens vereinnahmt. Insofern ist es immer interessant zu beobachten, wie dieses Wechselspiel sozusagen auch sich ausgestaltet. Grundsätzlich ist es aber so, dass natürlich Unternehmen als großer gesellschaftlicher Beitrag natürlich eine wichtige Rolle spielen. Zum einen natürlich durch ihre Steueraufkommen, was sie produzieren, oder auch beispielsweise durch Arbeitnehmer, die Lohnsteuer zahlen, weil sie beim Unternehmen arbeiten. Das heißt also, dieses Steuersubstrat zur Verfügung stellen und andererseits natürlich für sich optimal auch ihre Wirtschaftspolitik gestalten wollen. Also Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik und Steuerpolitik hängen sehr, sehr eng zusammen. Und da muss man die einzelnen Partikularinteressen schon sauber voneinander trennen, um zu gucken, wie kriegen wir da noch ein sauberes Steuerrecht raus. Denn, auch das ist kein Geheimnis, Steuern sind dazu da, um Einnahmen zu generieren, damit die Gesellschaft funktioniert. Steuern sind nicht dazu da, Unternehmen in die eine oder andere Richtung zu lenken. Das wird häufig von der Politik übersehen und man nutzt Steuern auch, um Unternehmen in eine gewisse Richtung zu drängen oder zu gewissen Verhaltensweisen zu drängen, Anreizsysteme. Das ist aber nicht Zweck von Steuern und, wie gesagt, haben eigentlich da nichts zu suchen. Würden Sie denn persönlich dafür plädieren, dass wir dann in einfachere Steuerbesteuerung kommen, sowohl für Unternehmen als auch für Einzelpersonen? Ich hätte jetzt eigentlich eine andere Frage erwartet, nämlich, Herr Popkes, würde es Ihnen als Steuerberater entgegenkommen, wenn Steuergesetze einfacher wären? Wahrscheinlich nicht, weil Ihre Arbeitszeit dann ein bisschen nach unten geht. Genau das ist der Irrglaube. Also uns würde ein vereinfachtes Steuerrecht sehr helfen, weil wir ja als Steuerberater den Unternehmen helfen, sinnvoll, und da kommt wieder der Aspekt, Steuerrecht, Finanz- und Wirtschaftsrecht hängen zusammen. Ein einfaches Steuerrecht wäre für uns viel einfacher, auch Unternehmen tatsächlich mit ihren wirtschaftlichen Aktivitäten zu beraten, als ständig nur hinterherzulaufen, wie ein Sachverhalt, der schon 2 Jahre zurück ist, jetzt steuerlich gewürdigt wird. Man muss sehen, dadurch, dass das Steuerrecht so kompliziert ist und viele Gerichtsurteile erst Jahre später ergehen, sind wir heute beispielsweise bei Konzernen so unterwegs, dass wir heute über Sachverhalte erst abschließend entscheiden können, die schon 5, 6 Jahre zurückliegen, weil es jetzt erst Urteile gibt. Und 5, 6 Jahre sind für ein Unternehmen eine Ewigkeit. Da hat sich nicht nur in der Pandemie, sondern auch ansonsten viel, viel geändert im Geschäftsmodell. Vielleicht gibt es den Anteilseigner gar nicht mehr oder. Das heißt, ein Unternehmen kann mit dem aktuellen Steuerrecht gar nicht sinnvoll planen, gar nicht sinnvoll arbeiten. Und wir laufen immer nur hinterher. Eine sinnvolle Wirtschafts- und Geschäftsplanung ist nur mit einem vereinfachten Steuerrecht möglich, weil Steuerrecht soll ja nicht die Arbeit behindern, sondern sie soll sie eigentlich nebenbei, was den Finanzaspekt ist, unterstützen. Und von daher, ein einfaches Steuerrecht wäre für uns sehr, sehr hilfreich und würde vieles vereinfachen und würde für uns eigentlich erst den Beratungsspielraum wieder eröffnen. Okay, das ist ein sehr interessanter Ansatz auf jeden Fall. Ein Punkt habe ich noch, weil wir waren jetzt die ganze Zeit uns schwerpunktmäßig auf der Steuereinnahmenperspektive bewegt. Die Steuerausgabenperspektive ist auch sehr interessant. Man kriegt ja dieses Schwarzbuch, was jedes Jahr rausgebracht wird, und auch diverse TV-Shows, wo irgendwelche Moderatoren rumlaufen und sogenannte Steuerverschwendung anprangern. Haben Sie Informationen, Zahlen oder eine Tendenz, ob mit unseren Steuern generell vernünftig umgegangen wird? Alles in allem? Und dass das einfach nur so populäre Beispiele dann immer sind, die dann in diesem Schwarzbuch aufgenommen werden oder in den TV-Shows behandelt werden, aber eigentlich Einzelfälle? Also, die Frage ist gut gestellt und ich würde ganz klar sagen, ja, es wird natürlich populistisch aufgearbeitet. Und warum? Einfach um deutlich zu machen, dass in vielen Bereichen nicht sorgsam mit umgegangen wird. Ich würde nicht sagen, dass es zu populistisch ist oder dass es reißerisch ist. Ich würde auch nicht sagen, andererseits auch nicht sagen, dass der Staat per se verschwenderisch mit dem Geld umgeht. Aber es ist schon so, dass man viele Ausgaben hinsichtlich ihrer Sinnhaftigkeit hinterfragen muss. Vor allen Dingen aber häufig, und das ist dann weniger ein Thema
der Steuer, sondern einfach anderen Dingen geschuldet. Da muss noch Geld ausgegeben werden. Ne? Da muss dann noch dieser Haushalt muss erfüllt werden. Da geht es dann um anders geartete Interessen. Da hat jemand eine Zusage gemacht für eine Wählerklientel, die muss bedient werden. Da gibt es ein Budget, was eingestellt ist in einem Haushalt, das muss ausgegeben werden. Also wenn man so mal hinter die Kulissen dieser Schwarzbuch-Verschwendungsthemen guckt, dann sind das nicht Einzelfälle, wo die Leute einfach das Geld zum offenen Fenster rausschmeißen, sondern das sind dann häufig aus einer, ich sag mal, politisch deutlich komplexeren Lage heraus Dinge gemacht werden. Es bleibt aber natürlich dabei, es sind Dinge, wo man den Kopf schüttelt, da wird eine Brücke im Nirgendwo gebaut. Das klassische Beispiel, ja. Das klassische Beispiel. Und wenn man dahinter dann guckt, ja, da gab es dann mal die Idee und man hat versprochen, eine Brücke zu bauen und die Unternehmen waren beauftragt. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass die Politik konsequenter dann auch zu Fehlern steht und sie korrigiert, anstatt Sachen durchzuziehen. Da sind wir dann manchmal tatsächlich nicht so. Da sind wir aber dann auch ganz schnell bei so Haushaltsgesetzgebungen, ja, auf lokaler Landes- oder Bundesebene. Genau, aber wenn Sie jeden Politiker fragen, werden Sie feststellen, und das kann ich dann unterstreichen, das ist nicht einfach. Also wenn Sie in den Haushalt, selbst hier in Celle gucken, gibt es hunderte, wahrscheinlich tausende Ausgabenpositionen, wo jede Position seine Berechtigung hat. Hinter jeder Position menschliche Schicksale stehen, die berücksichtigt werden muss. Aber es ist eben häufig nicht das Geld, da alles zu berücksichtigen. Man macht Kompromisse, man macht dann vielleicht auch Dinge, die man vielleicht anders hätte gestalten können, hat vielleicht die Zeit nicht. So kommen Dinge zustande. Das ist häufig, will ich nicht sagen, böse Absicht, dann einfach das Unvermögen, in diesen komplexen Situationen optimal zu entscheiden. Dann sind wir wieder bei der Komplexität von Steuerrecht und Finanzwelt und der Verquickung. Ich glaube, an dieser Stelle darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich glaube, das war ein Crashkurs zu Sachen Steuern auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie uns ein bisschen was erklärt haben. Und ich glaube, wenn wir eins mitgenommen haben, ist es, dass man sich auf jeden Fall mal mit einem Steuerberater zusammensetzen sollte, um nicht diese im Durchschnitt 1.000 Euro pro Bürger zu viel zu zahlen. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.